Also, es gibt da einen Film, Langversion, Volksentscheidung. Und da sprechen alte Köpfe und nekrophile Weiber, das Volk sollte entscheiden. Dann sage ich, wenn du ein Volk, das überaltet ist, nekrophil und schon ausgelebt hat und alle Kinder vertilgt hat, fragst die alten Weiber, hauptsächlich sind es alte, starkköpfige Weiber mit alten, starkköpfigen Männern, die alles Unzucht getrieben haben, und schwerste kriminelle und kriegsverbrecherische Handlungen gegen Nachwuchs, weil er nicht geboren werden konnte. Und die das in Trillionen Schulden hineingetriggert haben. Wenn du jetzt fragst, Volksabstimmung, dann würden diese ganzen alten Menschen sagen, ja, noch mehr Pension, verstehst? Obwohl sie eine halbe Milliarde Menschen Neuwuchs unterdrückt haben, weltweit, global, auf längeren Zeitraum. Und durch ihren Einfluss in die andere Welt, diese Nekrophilentriggerei. Also würde ich sagen, Volksentscheidung hat nur dann in einem überalteten, nekrophilen, chronisch kranken, entseelten, entmenschlichen, mit sehr vielen Blut und Zoll belagerten Volke einen Sinn, wenn du die Ahnenwelt dieser ermordeten oder vertilgten Kinder dem Himmel herunterbluten mit einkalkulieren würdest, als ein Element von Volk gleichberechtigt, verstehst? Weil dann würden 500 Millionen Kinder, die vertilgt sind, vom Himmel das Blut herunterspucken. Ein Tropfen pro Mann, pro Kegel, verstehst? Und der würde dann entscheiden, ja, 500 Millionen verdrängte Kinderengel gegen diese 800 Millionen, 800, weiß ich, Millionen alte, nekrophile Menschen, verstehst? Und dann wäre das ein Pegel. 50 zu 50 etwa. Aber wenn du einfach die, die du ausradiert hast über Generationen, verstehst, denk zurück an 17. Jahrhundert, diese Nekrophilie, der Deutschmeisterei, der ewig Deutschmänner, verstehst, da, wenn du da nicht von dieser Unzucht, von Kannibalismus, von Satanismus Abstand nimmst, ja, wenn du nur die Alten, die das in das satanistische System heraufbeschwört haben, dann fragst du im hohen Alter, was sie wollen, dann werden sie sagen, höhere Pension und ja, keine Nachkommen. Weil wir leben nicht mehr lang. Aber du musst ja denken, dass die Kaufkraft dieser 10 Trillionen Dollar, die dahinter stecken, auch gedeckt ist, brauchst du Nachwuchs, schönen Nachwuchs in hoher Lebensqualität, verstehst? Der alles hat: Essen, Trinken, sexuelle Beziehung, Frau, Familien und alles, verstehst? Tiere, Grund, Garten und Pflanzen und Haus und so weiter. Weil sonst ist er nicht zufrieden, verstehst? Volksentscheidung. Das kann nur sein, indem du teilst zwischen der Ahnenwelt, die du vernichtet hast, an Volksanteil, dass sie auch ein Mitsprache haben, und denen, die sich in verschiedene Bevölkerungsanteile und Interessensgebiete der Gegenwärtigkeit, der Leben zählen, also widerspiegeln und wiederfinden. Und natürlich keine Verfassungsschutzprogrammatik dabei zu unterdrücken. Freiheit, amore. Nachkommen muss gesichert sein. Parallel, simultan, permanent, ohne Unterbrechung. Der Kaiser, verstehst? Der die Ahnen und die Lebenden zusammenführt und für Qualität sichert. Im Sinne von Silvia, von Barack Hussein, verstehst? Von Mussolini.